Also ich finde, es kommt immer darauf an, welche Zielgruppe man in den Blick nehmen möchte. Instagram ist eher ein Medium, was für Jüngere ist, also für Leute so ab 20 bis Mitte 30, denke ich, ist da die Kernzielgruppe. Und wenn man jetzt im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit eine Firma vertritt, die eben diese Zielgruppe auch ansprechen möchte, sei es für die Ausbildung, da eignet sich das, denke ich, schon ganz gut. Und auch im Journalismus, würde ich sagen, eignet sich's generell, weil man ja als Journalist auch bemüht ist, wirklich eine sehr, sehr breite Zielgruppe anzusprechen. Es sei denn, man ist jetzt, keine Ahnung, die Apotheken-Rundschau. Von daher würde sich's auch für jeden Journalisten, also für jedes größere Medium empfehlen, einen Instagram-Kanal zu haben. Und wichtig wäre es da, den Content nicht einfach nur zu spiegeln, den man auch auf Facebook oder auf Twitter bringt, weil die zwei Netzwerke sind ja relativ ähnlich, da funktioniert es vielleicht ganz gut, aber Instagram ist halt sehr bildlastig und da funktioniert es eben mehr über gute Bilder, über Emotionen und weniger über die harten News und Fakten. Und das Netzwerk generell ist eher multimedialer, also man sollte da den Fokus nicht auf Text legen, sondern schon auf Bild, auf Audio, auf Video.